Miss Twink, muss ich alles aufessen? Nur so viel du möchtest. Ich kann auch nicht mehr. Ihr seid beide schon satt? Oh, ihr habt ja so viel übrig gelassen. Tja, wenn das so ist, kann ich wohl doch noch nicht so gut kochen, um zu heiraten. Oh nein, daran liegt es nicht. Es hat uns gut geschmeckt. Sehr gut sogar. Wirklich? Ja, ganz bestimmt, hä? Mhm. Sie kochen sogar viel besser als meine Mutter. Woran liegt es dann? Aha, ich weiß. Ich habe das Gefühl, ihr habt beide Heimweh. Ich habe überhaupt kein Heimweh. Ich auch nicht. Hört auf, mir was vorzumachen. Ich verstehe das nicht. Ihr seid doch erst 2 Tage hier. Wenn euch also mein Essen schmeckt und ihr kein Heimweh habt, wieso esst ihr dann nicht? Ich nehme mir noch was. Ich auch. Und das ist wahr. Doch nicht im Ernst. Kutscher, fahren Sie uns zum Boston Park. Steigen Sie ein. Miss Twink, was machen Sie denn? Kommt, steigt nur ein. Miss Twink, kennen Sie denn den Mann? Nein, Jodie. Hat er denn nichts dagegen, dass fremde Leute in seiner Kutsche fahren? Das hier ist eine Droschke, Frederick. Solange man den Fahrpreis bezahlt, bringt sie einen, wohin man will. Das ist ja toll. Oh. Ist das schön hier. Dieser Park heißt Boston Common und ist der älteste Park Amerikas. Riecht das Gras hier gut? Es riecht auch nicht anders als das Gras bei uns zu Hause. Die Wolken hier am Boston sehen auch nicht anders aus. Warum sollten sie? Es sind genau die gleichen Wolken, nur weit weg von zu Hause. Wenn man es richtig überlegt. Sieh mal, wie viele Rehe da drüben sind. Los, Frederick, pfeif doch mal. Hey! Es ist etwa so groß wie Fleck. Aber mich wohl vermisst? Hey, Fleck! Dachtest wohl, du hättest Jodie gehört, was? Tut mir leid, Fleck, aber Jodie kommt so bald noch nicht wieder. Die Rehe sind wirklich ganz zahm. Hey, lass dich nicht jagen! Das macht Spaß. Miss Twink. Hier ist der Schlüssel zu meiner Wohnung. Wozu denn? Damit ihr in die Wohnung könnt, während ich Besorgungen mache. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit für euch beide, die Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Ja, aber... Ja, das werden wir machen, Miss Twink. Falls ihr euch verlauft, aber... zeigt die Karte, die ich euch gegeben habe, einem Droschkenkutscher. Hey, wo sind die Rehe? Da drüben! Zahm sind sie ja, aber sie mögen mich nicht, so wie Fleck. Mist! Hier bloß das viele Wasser an. Und niemand benutzt es. So eine Verschwendung. Ich wünschte, wir hätten zu Hause auch so viel Wasser. Jodie! Komm mal, Jodie! Hier, Jodie! Guck mal! Oh.
Fleck und Racket. Frederick, hast du das dahin geschrieben? Ich hab doch eine viel schönere Schrift. Aber Miss Twing schreibt noch besser als wir beide. Also, wer weiß außer uns dreien in Boston was von Racket und Fleck? Vielleicht war es dieses Mädchen. Ja, das Mädchen aus dem Zug. Mhm. Hey, Margaret, ich hab ein zahmes Kitz. Und ich hab einen zahmen Waschbären. Wie heißen sie denn? Fleck und Racket. Das sind aber hübsche Namen. Es war Margaret. Meinst du, sie ist jetzt auch hier in Boston? Ja. Los, komm. Vielleicht da drüben. Hier ist sie nicht. Oh. Margaret, 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 Margaret. Hallo, Margaret. Hallo. Margaret. Oh. Nichts wie weg hier. Zu Hause war es einfacher, jemanden zu finden. Es gibt einfach zu viele Menschen in Boston. Da fragt man sich wirklich, wie viele Menschen es wohl auf der ganzen Welt gibt, nicht? Ja. Oh, Frederick, sieh mal da. Wie geht's? Hallo, Margaret, wie geht's? Oh, Racket und Fleck. So heißen wir nicht. Das sind die Namen von unseren Tieren. Ihr habt mein Gekritzel also entdeckt, ja? Ja, warum hast du das da hingeschrieben? Ich hab mir den Brunnen angesehen. Und da musste ich an euch denken. Und an zu Hause. Habt ihr bei euch auch so einen Brunnen, Margaret? Mm-mm. Ich dachte nur, es wäre toll, wenn ich das viele Wasser meinem Vater nach Hause schicken könnte. Oh, willst du damit sagen, ihr habt keinen Brunnen vor eurem Haus? Nein, wir holen das Wasser vom Fluss. Wir auch. Und das Wasserschleppen ist schwere Arbeit. Bei uns ist es das Gleiche. Wenn man vier kleine Geschwister hat, braucht man schon für die Wäsche viel Wasser. Ist ja toll. Dann bist du die Älteste von deinen Geschwistern? Mhm. Eigentlich ist es gar nicht so toll, die Älteste zu sein. Hm? Meine Eltern meinen, wenn man die Älteste von allen Geschwistern ist, muss man auch die Geduldigste, die Zuverlässigste und die Fleißigste sein. Das ist mühsam. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe mir immer gewünscht, ein Einzelkind zu sein. Hm? Deshalb habe ich mich auch so gefreut, als meine Tante aus Washington mir sagte, dass sie mich adoptieren wollte. Es war, als würde ein Traum wahr werden. Ich kam mir wie eine Prinzessin vor, mit all den schönen Kleidern. Aber das dauerte nicht sehr lange. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, denn jedes Mal, wenn ich mich zum Essen hinsetzte, wünschte ich mir, ich könnte es mit meinen Geschwistern teilen. Und je mehr meine Tante mich verwöhnte, wünschte ich mir, wieder zu Hause bei meinen Geschwistern zu sein. Es ist einfach furchtbar. Wo ist deine Tante jetzt, Margaret? Sie musste weggehen und was erledigen, und ich sollte in unserem Hotelzimmer auf sie warten. Aber als ich den Park hier unten sah, musste ich einfach runterkommen. Ja, es ist hübsch hier. Aber der Wald um unsere Farm herum ist noch viel größer als der ganze Park hier. Ja, viel größer. Wirklich? Da, wo ich gewohnt habe, war es genauso. Margaret, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Komm raus, Liebes. Warum sie wohl nicht hier im Zimmer auf mich gewartet hat. Danke. Bitte? Danke. Danke, Mister. Oh, das ist ja kalt. Aber sehr gut. Schmeckt ja prima.
Finde ich auch. Für so ein Eis würde ich fast alles tun. Hey, was ist denn, Margaret? Ich denke, du magst Eiscreme. Ich wünschte, ich könnte wieder zurück nach Hause, wo ich hingehöre. Mhm. Möchtest du mit zu uns kommen? Ja, komm doch mit zu uns. Hm? Ja, wir erzählen Miss Twink davon und dann wird sie dir ganz bestimmt helfen. Oh, ihr wollt mich wirklich mitnehmen? Ja! Hey, los, beeilt euch! Ja! Wir nehmen uns die da hinten. Du meinst ganz alleine? Ja, natürlich, nur wir. Miss Twink sagt, man muss alles mal lernen. Also, worauf warten wir dann? Ich nehme das in die Hand. Können Sie mich zum Bahnhof fahren, Kutscher? Selbstverständlich. Das kann ich auch. Mal sehen, was er macht. Hey, Mister! Was ist denn? Könnten Sie uns zu dieser Adresse fahren? Sicher. Danke. Los, kommt! Gut gemacht, Jody. Ach was. Bitte nach ihm. Nicht übel, was? Ja! Das macht Spaß, nicht? Ja, und außerdem kommen wir so schneller nach Hause. Anhalten! Da oben wohnt Miss Twink, Margaret. Das sind die merkwürdigsten Fahrgäste, die ich je hatte. Mir nach, Freunde! Ja, bin schon da! Jetzt der Schlüssel. Lass mich aufschließen, Jody. Ich hab den Schlüssel, also darf ich auch aufschließen. Aber Miss Twink hat ihn mir gegeben. Oh. Gib mir sofort den Schlüssel her. Hört sofort auf damit! Werf doch einfach eine Münze. Gute Idee. Oh, der Schlüssel, er ist weg. Jody, du hast ihn verloren.